Diese großen Banken lassen sich nicht mehr regulieren, weil sie mächtiger sind als die Regierungen. Und wir erleben in Europa, dass die Banker im Grunde die Regierungen übernehmen. Das heißt, Europa wird inzwischen von Banken regiert und nicht mehr von gewählten Politikern. Das ist ein großes Problem. Und deswegen meine ich, dass der Finanzsektor erstens radikal verkleinert gehört. Viele Geschäfte müssen verboten werden. Und zweitens gehören die Banken in öffentliche Hand, aber nicht um weiter zu spekulieren, sondern um sie überhaupt, um ihnen eine Regulierung aufzuzwingen, dass sie ihre eigentliche Aufgabe wieder erfüllen, nämlich Kredite an die reale Wirtschaft zu geben. Das machen sie ja immer weniger. Stattdessen wird gezockt, spekuliert, es werden Hochrisikogeschäfte gemacht. Und die machen sie nur, weil sie wissen, sie haben eine Rückversicherung des Staates. Und so eine Art quasi Sozialismus für die Banken und Kapitalismus für den Rest der Gesellschaft, das ist etwas, was ich also überhaupt nicht akzeptabel finde.